Zecken. Die ersten Maßnahmen, die man wissen sollte bei einem Zeckenbiss und wie man ihn verhindern kann, findest du alles in diesem Video. Sehr gerne am Anfang, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ganz schnell am besten. So wird das Video ein bisschen besser gepusht. Wir können noch mehr helfen, die Community wachsen zu lassen und noch mehr Menschen helfen bei diesem Zeckenstich. Dann ist es wirklich sehr, sehr wichtig, was ihr gleich lernt und dass ihr das beachtet halt auch immer. Ja? Also zunächst müssen wir verstehen, wieso wir diesen Biss meiden wollen und sollen vor allem. Ja? Das geht darauf zurück, ja? Die von dem Bakterium Borrelia burgdorferia übertragene Borreliose hat viele schlimme Gesichter, ja. Und meines Erachtens gehört zu den schlimmsten Krankheiten überhaupt auf dem Planeten mittlerweile, die der Mensch nur so manifestieren kann überhaupt. Ja, die Bakterien haben im späten Stadium ja die Fähigkeit, in die Nervenzellen zu wandern, diese zu stören, ja, so dass alle möglichen neurologischen Komplikationen auftreten können, bis hin zu Herzversagen, bis hin zum allgemeinen, ne, sensorische Fehlmessungen halt, ja, du kannst nicht mehr heiß-kalt unterscheiden und diese ganzen Sachen halt einfach, ja. Neuroborreliose wird das auch genannt. Dann gibt es noch was weiteres und zwar Viren können die Zecken ebenfalls beinhalten, zum Beispiel FMSE kennt viele, halt, wird dadurch ausgelöst, die Hirnhautentzündung, ja, ist lebensbedrohlich und kann auch zu Lähmungen dementsprechend führen und so weiter. Also ihr seht, es ist schon nicht so ungefährlich, ja. Wie häufig ist es über eine Übertragung, ja, auf den Menschen? Zahlen aus dem RKI sagen Folgendes bezüglich Borrelien, ja, bei Untersuchungen aus Deutschland und aus der Schweiz wurden nach einem Zeckenstich ca. 2,6 bis 5,6% der Betroffenen mit Antikörperbildung quasi gemessen, ja. So, also Borrelien quasi nachgewiesen, ja. Insgesamt ist bei 0,3 bis 1,4% der Menschen ein Zeckenstich eine klinische Manifestation der Krankheit quasi zu erkennen, ja. Und zu rechnen vor allen Dingen auch. Ja? Das klingt erstmal relativ wenig, ja, aber FMSE und vor allen Dingen auch Borrelien sind absolut auf dem Vormarsch und sind beide auf dem Rekordhoch und auf dem Rekordniveau und damit auch anzunehmen, dass es noch weiter steigen wird. Alleine für Borrelien ist die Dunkelziffer sehr, sehr hoch, ja, aber konservativ geschätzt vom RKI sind es 120.000 Fälle pro Jahr in Deutschland. Ja, und ich denke, es sind deutlich mehr, ja. Wo sind die Risikogebiete, ja, für die Erkrankungen und wo sitzen diese Zecken, ja? Für die Borrelien gibt es keine, ja, ganz Deutschland, ja. Denn Gesamtdeutschland ist damit wirklich im gleichen Maße betroffen, ja. Für FMSE, ja, gibt es aber sehr wohl welche und vor allem diese finden wir eher im süddeutschen Raum, sehen wir hier auch, ja. Zecken klettern nicht hoch auf Bäumen, ja, und fallen auch nicht auf dem Kopf rauf oder ähnliches, ja, das ist Blödsinn. Denn erstens verbrauchen sie dafür viel zu viel Energie, ja, die sie nicht hat, ja, und zweitens begegnen sie dort keinem Säuger da oben auf dem Baum und zielen kann sie ebenfalls nur sehr, sehr begrenzt, ja. Dafür finden sich Zecken immer tief, ja, so wie mich sie gerade irgendwas juckt hier. Ja, möglichst in Gräsern vor allen Dingen halt, ja, wo sie abgestreift werden können, ja. Wenn sich eine Zecke am Oberkörper festsetzt, dann weil sie dort hingewandert ist, ja. Doch wieso wandern Zecken, ja? Das hängt damit zusammen, dass je nachdem, ja, wie klein sie sind, dass sie lieber an wärmen Stellen stechen, so wie an Stellen, wo der Haut auch sehr dünn ist, ja. So verbraucht sie auch weniger Energie dafür, ja. Und wo die Durchblutung natürlich auch sehr, sehr gut ist. Und von daher sind wichtige Zielorte, sowas wie zwischen den Zehen, ja, Knie, Kehle, im Genitalbereich, Pobacken, ja, und auch innen den Pobacken, ja. Und den Achseln und den Rippen, ja, dort treten 90% der Stiche auf, ja. Der nach einem Spaziergang von unten nach oben kontrollieren. Doch was man trotzdem machen sollte, wenn man gestochen wird, ja. Das Wichtigste ist, die Zecke schnell zu finden, denn eine Ansteckung mit Erregern wird immer wahrscheinlicher, je länger die Zecke saugt, ja. Da die Erregerkonzentration dann steigt, bis sie zur pathogenen Gegebenheit wird, so. Daher sind die ersten 24 Stunden die wichtigsten einer Infektion und diese zu vermeiden, ja. Wie entferne ich eine Zecke, ja? Ätherische Öle wie Eukalyptus, Zitrone und vor allen Dingen auch Pfefferminz mag die Zecke so gar nicht, ja. Diese kann man auf die Zecke geben, so dass die Zecke in manchen Fällen sogar dazu geführt hat, dass sie direkt den Wirt verlassen hat oder sich dementsprechend dann später leichter entfernen ließ, ja. Ganz wichtig, achte darauf, dass der Kopf nicht zurückbleibt, denn das führt dann auch ebenfalls zu Entzündungen und gegebenenfalls auch zu Infektionen. Da sollte man eine geeignete, ja, Zeckenpinzette immer zu Hause haben. Und wichtig ist, man sollte diese Zecke niemals am Abdomen anfassen, obwohl bei Spinnen heißt es Opisthosoma, ja, genau. Und das Vorderteil Prosoma, ja. Also am hinteren Teil angefasst werden sollte die Zecke niemals. Und das führt dazu, dass die Zecke sich übergeben wird in deine Blutbahn und damit eine Infektion fast nicht mehr auszuschließen ist. Die Pinzette muss so dicht wie möglich an der Haut ansetzen und am besten dann noch unten gedrückt werden. Ja? Dementsprechend, so packt man die Zecke definitiv am Rumpf an, beziehungsweise Prosoma.
Dies muss in langsamen Drehbewegungen dann fortgeführt werden, ja, bis die gesamte Zecke loslässt. Wenn man das quasi schnell macht, ja, dann führt Folgendes, dass die Zecke sich in zwei Teile wiederfindet. Ja. Aber wie gesagt, ja, dieses Öl lockt die Zecke schon viel, viel schneller heraus, ja, und es ist auch vielseitig belegt dieses Jahr. Dies wichtig ist jetzt, ja, dass die Stelle dann, wo ein Loch quasi hinterlassen worden ist, desinfiziert wird und der Speichel der Zecke, vor allen Dingen der verbleibende, ja, dementsprechend in der Einstichstelle schnell eliminiert wird bzw. neutralisiert wird. Desinfektionsmittel sollte man darauf zurückgreifen, genau, ja. Wichtig ist aber was wie Wasserstoffperoxid, ja, welches deutlich potenter ist als die meisten, ja, Desinfektionsmittel, ja. Ich habe zum Beispiel immer ein Desinfektionsmittel auch im Auto, ja, und vor allen Dingen auch mal Wasserstoffperoxid, ja. Aber nur in ganz kleinen Flaschen aufgefüllt und noch nicht bis zum Rand voll. Das dehnt sich natürlich auch bei Wärme. Ja, ich habe da 10%iges, ja. Aber sollte auf jeden Fall jetzt so nicht einfach benutzt werden. Ja, kann man ein bisschen verdünnen, ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr stark desinfizierend, ja. Gibt es Möglichkeiten zur Prävention? Ja, bei Jugendforsch fand man heraus, dass das Schwarzkümmelöl nicht nur bei Vierbeinern quasi bezüglich Allergien half, sondern auch nachweislich die Zecken fernhielt nach der oralen Gabe. Ja, ich nutze täglich Schwarzkümmelöl, ja, das gehört zu meinem, mittlerweile zu meinem absoluten Standard, also einem Jahr. Und ich kann euch sagen, das ist das Schwarzkümmelöl mit dem höchst gemessenen Thymokinolgehalt, mit dem Hauptwirkstoff, ja, verlinke ich euch gerne mal unten mal, ja. Auch da wichtig, Analysen. Sehr wichtig, auch hier, es gibt Sprays und da wurde auch einiges Publikationen dazu veröffentlicht. Und zum Beispiel das DEET hat wohl gewirkt, laut der CDC, ja, aus den USA. Ja, und vor allen Dingen auch Eukalyptus und Zitronenöl sehen wir hier auch, hat die CDC ebenfalls für wirksam empfunden. Das ist sowas wie das RKI in Deutschland, in den USA, das CDC, ja, nur damit ihr das zum Einordnen, ja. Dies kann man einfach mit etwas Wasser in die Sprühflasche füllen und dementsprechend auf die Kleidung auftragen, ja, zum Beispiel eine Schuhe oder sowas, halt im Hosenbein, ja, dass die Zecke erst gar nicht abgestreift wird oder sich das dann nochmal dann überlegt, das zu tun, ja. Wir entwickeln gerade ein Produkt, ja, für Borreliose, ja, wenn man es tatsächlich dann hat, ja, studienbasiert zu gut ist einfach, geht studienbasiert zu arbeiten. Eigentlich ist es 100% studienbasiert, aber wir versuchen natürlich die Datenlage so gut es geht auszuquetschen, ja, und zu extrahieren, auf momentan das best wissenschaftlich belegste Produkt bezüglich Borreliose zu entwickeln, ja, Inhaltsstoffe und so weiter, Kombinationen und solche Sachen, dann findet ihr bald auf purazell.de. Könnt ihr sehr gerne auch im Newsletter, dann werdet ihr auf allererste auf jeden Fall damit informiert, wenn es dann letztendlich rauskommt, wenn euch sowas interessiert, ja. Ansonsten bedanke ich mich und supporten könnt ihr mich auf purazell.de für meine kostenlose Arbeit. Dort findet ihr alles, was ich erschaffen habe und meines Erachtens super Produkte. Wir sehen uns gleich auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Ich sag ciao.